An diesem Teich war ich jeden Mittag. Ich habe da mein Apfel oder ein Gipfeli gegessen. Und dieses kleine Blässhuhn hier hat mich immer besucht. Ich denke, es war ihr sehr langweilig. Sie war ganz alleine auf dem kleinen Teich. Und wir haben zusammen zu Mittag gegessen und uns unterhalten. Ich habe meinen Apfel verdrückt und das kleine Blässhuhn hat sich irgendwelchen Tang, irgendwelchen Salat raufgetaucht. Voilà. Und einmal an einem Samstagvormittag haben wir schon von Weitem gehört, dass auf dem Teich etwas ganz Besonderes los ist. Es gab ein Riesengeschrei und als wir ankamen, sahen wir, es war Paarungszeit. Hier sehen wir die Blässhühner. Es waren so 13 bis 15 Stück auf dem kleinen Teich. Wie die Paarung vor sich geht. Die Dame rennt vorne weg und das Männchen rennt hinterher und muss versuchen, sie einzuholen. Das gelingt dem Männchen eigentlich sehr selten oder überhaupt nicht. Das Männchen ist etwas schwerer. Und wenn das Weibchen das Männchen nicht will, macht es einfach eine Kurve. Und die Kurve vom Weibchen ist sehr viel enger als die vom Männchen, weil es schwerer ist. Hier sehen wir, wie das funktioniert. Das Blässhuhn muss auf dem Wasser rennen. Also es darf nicht fliegen. Es muss mit den Füßen über das Wasser rennen. Sonst wäre es Betrug. Eine riesen Bugwelle. Wenn Sie die Flügel hochstellen, so wie jetzt, dann bedeutet das, ich bin bereit. So, ich bin bereit. Und wozu? Für das Rennen. Oh, das war das Weibchen. Das Weibchen hat gesagt, ich bin bereit. Und das hat es sehr nah beim Männchen gemacht, sodass das Männchen das Weibchen einholen konnte. Und jetzt, hier findet gerade die Paarung statt. Eine kurze Sache. Das Männchen sagt, ich bin weiterhin bereit. Männchen sind das immer. Und das Weibchen geht zu ihm und sagt, es ist alles gut gegangen. Also sie stellt die Flügel nicht mehr hoch. Jetzt schwimmen sie gemeinsam ans andere Ufer. Und hier beginnt jetzt eigentlich auch noch das Paarungsritual. Gemeinsam nach Futter tauchen. Und wenn sie so hüpfen, dann bedeutet das bei den Blässhühnern, es ist okay, es ist gut so. Hier wieder, ich bin bereit. Aha, der Partner erwidert und es gibt jetzt einen kleinen Hochzeitstanz.
kurz nach Futter tauchen. Jawohl, beide müssen dasselbe tun. Also wenn der eine Partner etwas macht, und dann sollte der andere das nachvollziehen. Ich denke, das hilft dann später beim Brüten. Sie werden sich beim Brüten abwechseln und dann muss das harmonieren. Und hier prüfen Sie, ob es wirklich harmoniert, ob Sie sich verstehen. Das heißt, ist beendet, jetzt geht's ab in Schärf. Hier sehen wir einen Vierpunkt-Kiefernprachtkäfer. Er liebt wirklich gelbe Blumen über alles. Und er frisst davon auch alles. Er frisst die Pollen, er frisst die Blätter. Sie sagen sogar, er frisst auch die Stängel. Die Larven von diesen Käfern, die ernähren sich von Nadelholz, Tannen oder Kiefern, und ich denke, daher kommt auch der Name für diesen Käfer. Und er ähnelt ja auch dem Schweizer Käfer. Ja, der wurde 1868 in den Schweizer Alpen entdeckt. Er ist ganz ähnlich, ich kann ihn nicht unterscheiden. Na, man sieht sehr schön, wie er hier nur die Pollen ableckt. Aber ich denke, am Ende frisst er wirklich alles. Ja, er ist nicht gaulerisch. Es muss einfach gelb sein, oder? Ja, er liebt gelb über alles. Gut, es sieht auch schön aus. Im Frühling sind sie häufig bei uns. Ah, Specht. Das ist der Buntspecht, hä? Ja. Da haben wir uns sehr Mühe gegeben. Aus der Hand mit dem Teleobjektiv, aber die Bilder haben uns so gefallen, dass wir sie hier auch zeigen. Leider hört man den Ton nicht von Hemmen. Er war wirklich zu weit weg. Und das ist eine Eintagsfliege. Ja, sogar eine feuerfarbene. Ja. Das sind so wirklich ganz spezielle Insekten. Sie leben allerdings nicht nur einen Tag, sondern 3 bis 5 Tage. Ja, es ist unterschiedlich. Aber die Armen, sie haben keinen Mund, sie haben auch keinen Magen. Und der Darm ist mit Luft gefüllt, damit sie so eine Körperform haben. Ah, sie blasen sich auf. Deshalb sieht man hinten bei der einen Einstellung, wie es so wellenförmig. Ja, sie leben wirklich nur für die Fortpflanzung. Und sonst einfach als Larve, he? Im Wasser, glaube ja. Ich. Ja. Hier sieht man wieder im Hinterteil eine wellenförmige Bewegung. Also das ist dann die Luftpumpe. Ja, ja. Sie sagen, in Mitteleuropa gibt es etwa 100 verschiedene Arten.
Und hier haben wir noch einen Schnellkäfer. Er ist ein spezieller, er ist einer von der kleineren Art. Aber bei uns recht häufig im Frühling. Wir sind uns nicht sicher, ob es... Wir haben ihn immer am Wasser getroffen, angetroffen. Oh. Das wär's. Bis später. Bis dann.